So, und weiter geht's in Teil 3 von Akt 2. Oh, da haben wir direkt wieder einen Kronos. Komm schon, du bist bei der Arbeit. Das wäre lustig gewesen, direkt hier im Besprechungsraum. Hä? Ach so, dann ist es wahrscheinlich eine Etage höher. Wo soll ich denn eigentlich sowieso lang? Ja, okay. Ich will aber alle Informationen haben. Wenigstens anklicken und sammeln. Da haben wir unseren Kronos. Gibt wieder 8 Stück zu finden. Allein wenn man nicht alle findet und nicht voll ausgerüstet ist nachher, ne? Allein das ist für mich schon wieder Wiederspiel wert. Hört sich an, als ging es da raus. Allein um den voll auszubauen. Und natürlich um die anderen Entscheidungen vom Knotenpunkt zu sehen. Ich musste nur durch die Garage. Nur. Scheint leichtes zu sein. Deswegen nimmt er jetzt auch die Waffe in der Hand. Ja, war klar. Ey, ich flashe doch. Ach nee, das war Wuschen. Da. Dieser Alarm wird es nicht einfacher für mich machen. Ja, da hast du wohl recht. Es muss einen Weg hier raus geben. Dieser Alarm wird kein leichter sein. Dieser Alarm ist endlos und schwer. Würde jetzt Xavier Naidoo sagen. Verdammt, durch den Alarm muss alles abgeriegelt worden sein. Vielleicht kann ich ihn abschalten. Wenn ihr euch wundert, warum ich jetzt hier so die ganze Zeit rumrenne, ist, ich möchte natürlich wieder keinen Kronos verpassen. Wäre zum Beispiel hier drin. Ich denke mal, das geht auch, wenn ich den Alarm ausgeschaltet habe. Oh, Scheiße. Okay. Na, also schon besser. Ja, aber doch easy. Easy peasy. Beth, ich hab das Gerät für dich, aber Dr. Emeril ist nicht da. Ja, ich hab sie gerade gesehen. Willst du mein Date sein? Ja, heb mir das Cocktailwürstchen auf. Ich komme. Hä, den Spruch, den hat man doch schon, oder? Das könnte eine interne Angelegenheit sein. Das könnte eine Möglichkeit für uns sein, aber Serene sucht nach dir. Denk daran. Ich versuche ihn aufzuhalten, wechsle aber zur Monarchie, um sicherzustellen, dass du
Kontakt! In seine Nähe kommst. Toll! Glaub's nicht! Nein! Das erste Mal durch Kugelhagel gestorben. Einmal ist immer das erste Mal. Einmal muss immer das erste Mal sein. Tja, kann man nichts machen. So, jetzt fangen wir da an, wo... wo wir den Alarm noch nicht ausgemacht haben. Ich hab das Gerät für dich, aber Dr. Emeril ist nicht da. Ja, ich hab sie gerade gesehen. Willst du mein Date sein? Ja, heb mir das Cocktailwürstchen auf. Ich komme. Es heißt, dass die Schüsse auf Hedge eine interne Angelegenheit sind. Beth, ich hab Besuch. Wir sind noch auf der Party. Oh, toll. Warum kann ich denn nicht... Ah, okay. Boah, hart. Hart, hart. Ach, da ist auch noch einer. Es sind noch zwei. Ja, noch einer. Bam! Das war der letzte. Boah. Ja, das war jetzt nicht easy. Ist der Kronos? Ja, ist ja wieder eine Etage höher bestimmt. Ja, dann muss ich erstmal gucken, ob hier irgendwo noch ein Rucksack rumliegt. Genau, ich brauche nämlich Munition. Ja, mit so wenig Munition gehe ich nicht weg. So. Sturmgewehrmunition bereits voll. Klasse. Oh, eine versteckte Tür. Ja, super. Ich bin der Tomb Raider des Quantum Break. Ich brauche Joyce genaue Position. Sofort. Monarch Actrail ist unterwegs, um ihn aufzuhalten. Hier ist Homeguard 5. Ich habe gerade gesehen, wie er das Tunnelsystem außerhalb des Partybereichs betreten hat. Was? Ich bin unterwegs. Ja. Es ist Team ausgeschaltet. Wir brauchen hier sofortige Unterstützung. Schon wieder. Ich konnte die Villa sehen, in der die Gala war. Ich musste einen Weg finden, um dorthin zu kommen. Ach, das ist kein Problem. Da machen wir wieder Jump'n'Run-mäßig hier. Weil ich denke mal, da kann ich nicht drüber springen. Nee. Die Tür eintreten anscheinend auch nicht. So, Moment. Bevor wir da weitergehen, gucken wir mal. 6 Punkte haben wir wieder. Multi-Takedown. Gegner zu Boden werfen und drücken vom B, wenn beim Flashen Gegner in unmittelbarer Nähe sind, kostet weniger Chrono-Energie. Gut. Ich konnte das Energiefeld eines anderen Chronon-Dämpfers von Monarch sehen. Es hätte mich meiner Kräfte beraubt, also musste ich es ausschalten. Das schaffen wir alles. Alles kein Ding. Oh! Fuck! Beim Fallen auch noch den Kopf an der Stange gestoßen und daran gestorben. Wir hätten in eine Schlucht fallen können und sterben können, aber nein, wir sterben vorher an einer Kopfverletzung. War irgendwie total klasse.
Schon wieder. Ich konnte die Villa sehen, in der die Gala war. Ich musste einen Weg finden, um dorthin zu kommen. Oh nee! Ist der behindert? Kann er nicht anständig springen? Ich konnte die Villa sehen, in der die Gala war. Ich musste einen Weg finden, um dorthin zu kommen. Schon wieder. Da, da war schon wieder. Ich konnte das Energiefeld eines anderen Kronondämpfers von Monarch sehen. Es hätte mich meiner Kräfte beraubt, also musste ich es ausschalten. Meine Kräfte werden in dem Bereich nicht funktionieren. Ich sollte besser vorsichtig sein. Die Sicherheitsvorkehrungen sind enorm. Vielleicht sollte ich diese Maschine ausschalten. Wo ist sie denn? Ich sehe die Maschine nicht. Jemand soll Serene holen! Okay. Oh. Auch ausgerechnet, dann muss er nachladen, ist klar. Wie kann ich das denn ausschalten? Hallo? Ach da. Mein Gott. Ja, jetzt kommen wir der Sache schon näher. Sie waren also auf dem Weg zur Party. Was war Ihr Plan? Ich musste Dr. Emerald vor dem Ende der Anomalie finden und durfte nicht bemerkt werden. Ja, sieht doch hier nach Party aus, oder? Hä? Und jetzt? Erstmal noch nach da gucken, ob nicht irgendwo noch ein Kronos versteckt ist. Oder zumindest ja hier ein Rucksack. Kann man auch wieder gebrauchen. Gut, jetzt gucken wir uns mal an, was das hier soll mit dem Lastwagen. Weil ob ich den jetzt rausfahre oder nicht, ich kann auch so oder so über den klettern, oder? Oder was soll das? Ich verstehe den Sinn jetzt dahinter nicht. Ich verstehe den Sinn nicht. Das macht keinen Sinn. Ah, okay.
Wahrscheinlich löst sich das jetzt sowieso wieder auf und die ballern dann auf mich. Beth muss hier irgendwo sein. Ich muss sie finden, bevor die Anomalie endet. Ein Verräter hat während der Rede von Mr. Hedge auf ihn geschossen. Ich gehe davon aus, dass es Beth Wilder war. Wir wissen beide, dass sie es nicht war. Hedge wollte Monarch durcheinander bringen. Was ist die beste Möglichkeit, Schuld von sich zu weisen? Selbst Opfer zu sein. Ja, wir wollen ja gründlich sein, oder? Ganz ruhig bleiben. Hey! Alles okay. Ich bin's. Mein Gott. Sieh dir das nur an. Hoffe, das ist dein Stil. Diese Leute haben keine Ahnung, dass ich Portal im Vergnügungspark zerschossen habe. Ja, aber Monarch weiß es. Ich glaube nicht, dass meine Tarnung hält. Tja, also, das wird für den nächsten Schritt eh nicht notwendig sein. Okay, Dr. Emerald hält sich hier irgendwo in der Villa auf. Schnappen wir sie uns. Mit etwas Glück schaffen wir es unbemerkt wieder raus. Okay, du gehst vor. Erstmal noch einen Kronos hier einsammeln. Was machen wir, wenn wir sie haben? Außerhalb der Villa ist eine Anlegestelle. Okay, das kriegen wir hin. Sechs von sieben. Boah, das wäre ja mal, wenn wir die komplett kriegen würden, ne? Ich glaube, das erste Mal, dass alles komplett wäre. Diese Drohne! Das war knapp. Bis zur falschen Zeit am falschen Ort. Wortwörtlich. Jack, Dr. Emerald ist da drin. Wir müssen sie da rausholen, bevor die Zeit wieder einsetzt. Das schaffen wir schon. Da bin ich ganz sicher. Bingo. So, eine Kronosquelle fehlt mir noch und ein Handlungsobjekt. Wir sollten nicht warten. Schnappen wir uns Dr. Emerald. Jack, sie muss da weg, bevor die Zeit wieder einsetzt und die Drohne uns in Stücke schießt. Was ist das? Oh nein! Das kann nicht sein. Es passiert wirklich. Sie sind Jack Joyce. Sind Sie hier, um mich umzubringen? Nein. Aber Sie kommen mit uns. Wir brauchen Sie. Nein. Das war keine Bitte. Sie kollabiert! Also gut, los! Wo ist das verdammte Boot? Unten ist es. Okay, los! Schaff sie auf das Boot, ich lenk sie ab! Dann los! Los, schnell, Beeilung! Hier kommt ihr niemals durch! Scheiße, schaff es! Einsteigen! Es ist Joyce! Er ist an uns vorbeigekommen! Lassen Sie nicht entkommen! Jemand soll Mr. Shereen rufen! Jack, Sie schließen das Tor! Wir werden hier leichte Ziele sein, wenn du es nicht für uns öffnest! Ich kümmere mich doch. Was? Wo? Ihr verschwindet, sobald ihr könnt, okay?
Ich sehe, dass sich da einer bewegt. Warum wird er mir nicht angezeigt dann? Okay. Von wo bin ich denn jetzt beschossen? Ich weiß, hier unten war noch einer übrig, aber da oben? Oh, tatsächlich. Nein, 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 nein. So, gucken wir uns nochmal ganz genau um. Hinten rum kann ich auch. Voll in die Eier geschossen. Da ist auch noch einer. Bam! In your face. Da ist noch ein Kronos. Na, los. Ich kann rüberkommen los. Nein, geh einfach. Wir haben das alles gemacht, um sie zu schnappen. Beth, du musst dafür sorgen, dass sie am Leben bleibt. Ich finde sie alleine raus. Mein Plan war einfach. Es gab eine Brücke aufs Festland. Ich würde mich durch alles kämpfen, was Monarch mir entgegenstellt. Ein Auto stehlen und damit zurück zum Pool fahren. Erinnere dich daran, dass wir dich für den nächsten Teil brauchen. Wir werden sehen, was passiert wird. Los, überprüfen. Sieht doch gut aus. Wir müssen das Ziel finden. Und Flintenschütze rückt auf den Feind vor. Was ist das für eine Bezeichnung? Schrotflintenschütze. Na, da ist ja schon wieder ein Scharfschütze. Mir fehlt noch ein Handlungsobjekt, by the way. Ja, klar, in so einem Winkel. Boah. Geschafft.
Beth und Dr. Emeril waren in Sicherheit und es war Zeit abzuhauen. Dazu brauchte ich ein Fahrzeug. Leichtes Maschinensturmgewehr. Schade, kriege ich das letzte Handlungsobjekt nicht. Okay, Zeit für einen Fluchtwagen. Ja, das ist der Wagen von Paul. Der Parkservice bei Autodieben. Mit dem Kopf voll vor die Wand. Voll übertrieben immer die Musik und so. Ja, aber das ist wahrscheinlich wieder nicht GEMA-frei, deswegen kleiner Cut hier und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war's mal wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, dass man mich abonnieren und liken kann. Außerdem könnt ihr mir folgen auf Facebook, Twitter und Instagram. Und das ist alles kostenlos.